Vertraue auf Allah. Denke nie, wenn ich wahrhaftig bin, verliere ich. Auf dem ersten Augenblick sieht es so aus. Warum? Es muss ja eine Prüfung sein. Es muss ja eine Prüfung sein, damit dein Iman geprüft wird. Was machst du jetzt? Betrügst du oder vertraust du auf Allah? Wenn alles so einfach wäre, dann wären ja alle Menschen Gläubige. Dann wären alle Menschen Gottesfürchtige. Muss ja eine Prüfung sein. So, was machst du jetzt? Vertraust du auf Allah oder nicht? Ich vertraue auf Allah. Dann muss es wehtun. Die Prüfung ist ja nicht ein Lippenbekenntnis. Vertraust du auf Allah? Ja, okay, alles klar, du hast jetzt Gewinn. Nee, das muss ja jetzt geprüft werden. Allah weiß Bescheid. Er braucht diesen Test nicht. Er weiß, wie du bist. Sondern er will dir belegen, wie du bist. Also muss es wehtun, wie Ibn al-Qayyim rahimahullah sagte, diese Taube. Danach gibt es eine Asra, Asratul Qalb, so ein Drücken im Herzen, ja? Also ein Schmerz. Die Kunden kommen nicht, die Ware wird nicht verkauft. Es dauert und du vertraust auf Allah. Wirst du jetzt betrügen? Die anderen Shayatin von den Menschen und den Dschinn, die kommen, das hast du davon. Wer ist so blöd und macht das nicht? Ja, und so weiter. Betrügt nicht heutzutage. Musst du, ansonsten kannst du nicht Geld verdienen. Die Shayatin flüstern ein. Bleibst du auf dem Weg? Dann irgendwann wird Allah Azza wa Jal dir die Versorgung geben. Heißt nicht Milliarden, sondern, Alhamdulillah, wir leben zufrieden. Wir haben keine Probleme. Der andere, der hat immer Probleme. Die Frau schreit hier, der Sohn schreit hier, die Tochter schreit hier, der Vater schreit hier, der kann nicht mehr. Und du, Assalamu alaikum, zu Hause, alle sind in Ordnung, Alhamdulillah. Weißt du, wie teuer das ist? Glückseligkeit, Frieden in den eigenen vier Wänden. Wie viel Geld Leute ausgeben, Familientherapie, Psychologe und so weiter und so fort. Für was? Damit wir endlich mal Ruhe haben in unserer Wohnung. Und du hast es kostenlos. Warum? Weil du nicht betrügst auf der Arbeit.